So, okay, Romy. Wie besprochen, verbinde ich dir jetzt mal deine Augen und führe dich durch den Wald zu einem besonderen Baum. Da bin ich gespannt. Und ja, worum es letztlich geht, erfährst du hinterher. Okay, ich bin sehr gespannt. So, du musst mir dann sagen, ob das so angenehm ist. Ich bin's erstmal zu. Okay. Geht das so? Ja. Siehst du noch was? Nein. Wie viele Finger habe ich? 10, normalerweise. Okay, alles klar. Okay. Dann können wir los. Ich nehme dich mal bei der Hand. Danke schon mal für dein Vertrauen. Ja. Dann geht's los. Sind wir erstmal angekommen und du darfst mal deine Handschuhe vielleicht auch ausziehen, dass du besser tasten kannst. Und du darfst mal den Ort und den Baum erkunden, an den ich dich geführt habe. Du kannst vielleicht auch mal dran riechen. Und ich kann ganz viel kleine. Ja, einfach mal ab. Ist schön warm. Vielleicht auch mal in die Hocke gehen. Genau, die Breite kannst du mal austesten und mal so mit all deinen Sinnen den Baum wahrnehmen und erspüren, ertasten, riechen, lauschen. Ich könnte jetzt auch sagen schmecken, aber ich glaube kaum, dass du reinbeißen möchtest. Heute nicht. Heute nicht, ja. Das können wir vielleicht ja mit einem anderen Baum machen. Genau. Es ist so schön gerade. Gerade so wie auf dem Sofa. Wirklich. Sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass es so warm ist. Hm. Ja, da ich das heute nur mal anzeigen möchte, erlaube ich mir, dich mal aus deinem Fühlen ein bisschen wieder herauszuholen und dich mal noch so ein bisschen um den Baum herumzuführen. Da kannst du auch mit deinen Füßen noch mal so ein bisschen vorantasten, wie sich das hier anfühlt. Und natürlich auch mit deinen Händen und mit deinem ganzen Körper. Okay.
weitergehen. Okay. Dann nehme ich dir jetzt die Binde erstmal wieder ab. Du kniest dich schon schön runter, weil du bist sehr groß und ich bin hier so ein kleiner Zwerg. Das ist echt lustig. Ja, also ich nehme dir jetzt deine Binde ab und dann darfst du dich mal umschauen und darfst mir sagen, welches der Baum war, an den ich dich geführt habe. Okay. Ganz spontan. Okay. Ah, okay. Oh, warte, ich mache den Knoten ein bisschen auf. Entschuldigung. Das ist... Okay. Geschafft. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Blick. Okay. Und du schaust mal. Ich glaube, ich weiß es schon. Der war's. Ja. Der war's. Den sehe ich sofort hier an den kleinen Moosinseln. Sag ich mal. Sehr schöne Baum. Und wie bist du jetzt darauf gekommen, dass er das war? Weil ich habe dich ja so ein bisschen in die Irre geführt auch, ne? Das erste Mal war der sehr präsent für mich. Und ja, durch diese kleinen Moosschichten und diese warmen Moosschichten und der Stamm war das richtig. Ja, der, die Größe auch dann, ne? Genau, und die Wurzeln, diese moosigen Wurzeln. Das haben die anderen jetzt nicht so unbedingt. So ein bisschen hier auch, ne? Mhm. Ja. Der ist sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank. Okay. Wie war das für dich? Es war für mich sehr dunkel und ich habe mich einfach fallen lassen. Sehr spannend. War wirklich sehr, sehr spannend. Und auch so zu fühlen und zu riechen, es war echt ein Erlebnis. Und man spürt, man ist so verbunden mit dem Baum in dem Moment. Hm. Das ist so, glaube ich, auch so eine ganz andere Art, mal an Bäume heranzutreten. Ne? Genau. Es ist so einfach. Oder sie zu erleben. Mit anderen Sinnen noch als mit dem Sehsinn, den wir Menschen ja im Grunde am meisten benutzen, will ich meinen. Ja, das stimmt. Wann macht man das jetzt so innig, ne? Ja. Das war sehr schön. Kannst du sagen, dass du da so ein, ich meine, es war ja jetzt sehr kurz, normalerweise geht das auch noch ein bisschen länger so, aber kannst du sagen, dass du dadurch vielleicht so ein Gefühl hast, eine andere Beziehung zu einem Baum als solches aufgebaut zu haben? Ja, auf jeden Fall. Weil das wirklich so, man spürt den Baum. Auch wenn es nur kurz war, man spürt, dass da Energie ist. Mhm. Da ist bestimmt noch mehr. Super. Okay. Ja, schön. Schön, dass du das gemacht hast. Ja, ich danke dir. Für dein Vertrauen. Danke dir. Ja. Okay. Unbedingt nochmal machen. Ja, schön. Die Romy von Gedankenpfade, die hat natürlich nicht gewusst, dass ich sie im Anschluss an den Baum zurückführen würde, von dem wir ausgegangen sind. Das hat jetzt vielleicht ein bisschen komisch gewirkt, vielleicht etwas gestellt, aber das war es in Wahrheit nicht. Das wollte ich nur noch mal anmerken. Ja, du hast soeben einen kleinen Einblick bekommen da rein, auf welche verschiedene Weisen man dem Wald und den Bäumen als solches begegnen kann und in das Naturerfahrungsfeld eintauchen kann. Ja, natürlich kann man da noch tiefer gehen und auch in eine gezieltere Fragestellung und ja, in eine gewisse Seelentiefe tauchen, um auch in der Begegnung mit Bäumen, wie wir es hier gerade erlebt haben,
ja, ins Persönliche gehen zu können. Das möchte ich hier natürlich nicht ausführen, weil das hat erstens nichts an der Öffentlichkeit verloren. Das ist ja jedem sein persönliches, individuelles Baumreading, will ich mal so sagen. Und ja, zum anderen würde es jetzt auch das Video sprengen. Es sollte nur mal ein kleiner Einblick zunächst für dich sein. Und das ist natürlich auch noch nicht alles. Es gibt noch so viele Möglichkeiten, wie wir Bäumen begegnen können, wie wir Bäume und uns selbst in der Natur erleben können. Und ja, heute möchte ich dir, wie schon lange versprochen, etwas über Bäume als Mentor erzählen. Und über die vielfältigen Möglichkeiten, wie wir eben ins Naturerfahrungsfeld eintauchen können. Ja, ich bin hier jetzt an einem Ort, den ich schon vor einiger Zeit für mich entdeckt habe und der für mich etwas sehr Heimeliges, aber auch Friedliches und ganz Lebendiges hat. Und das ist gerade so ein Raum, den mir die Natur hier bietet, der mir persönlich momentan richtig gut tut. Ja, aber um zum Thema zu kommen, Bäume als Mentor, mit Bäumen ins Gespräch zu gehen, wie soll das denn eigentlich funktionieren? Denn viele fragen sich wahrscheinlich, ist sie jetzt verrückt geworden? Bäume können doch überhaupt nicht sprechen. Und wie soll ich denn überhaupt einen Baum noch dazu als Mentor in meinem Leben erfassen? Ist das tatsächlich so? Können Bäume wirklich nicht sprechen? Oder haben sie vielleicht doch ihre eigene Sprache? Ja, noch kurz angemerkt, ich hoffe, man hört mich gut, weil es geht heute sehr der Wind hier hoch oben im Wald. Ich bin aber umgeben von vielen kleinen und mittelgroßen und ganz großen Fichten und ich hoffe, die halten den Wind etwas ab, dass man mich gut versteht. Ja. Das kann man halt auch nicht immer so planen, das Wetter. Man kann dann nur verschieben, so wie ich zum Beispiel jetzt in letzter Zeit. Ich hatte das Video schon lange angekündigt und ja, ich bin auch nur ein Mensch. Bei mir sind auch einige Sachen dazwischen gekommen, weshalb das eben noch nicht stattfinden konnte. Und ja, aber heute bin ich hier. Und ich freue mich jetzt auch richtig und habe es mir hier ein bisschen gemütlich gemacht. Ich führe euch auch nachher noch ein bisschen hier herum. Es ist nämlich wirklich ein sehr heimeliger Ort. Und ja, ich habe hier auch schon einige Rehe getroffen und Eichhörnchen. Und heute ist mir sogar eine kleine Maus begegnet. Das ist so süß gewesen. Ich konnte die auch ablichten. Die werde ich euch im Anschluss an das Video mit reinhängen als Bilddatei. Und ja, so viel vielleicht erstmal zu diesem Wunderort, den ich hier gefunden habe. Oder vielleicht hat er auch mich gefunden. Wer weiß das schon? Ja, ich habe hier eine Fichte gefunden und diese Fichte, die ist wirklich wunderschön auf ihre Art und ja, sie hat auch hier noch eine ganz junge Fichte neben sich. Ich nehme sogar an, das ist aus ihren Wurzeln herausgewachsen, sozusagen ein Baby und ja, wie also sprechen jetzt Bäume zu uns? Wie ist das möglich? Oder wie können wir Bäume hören, wahrnehmen, fühlen? Das ist ja auch eher so eine Geschichte der Sinneswahrnehmung, der Eindrücke.
ja, des Hineinlauschens in sich selbst und des Schauens in die Umgebung, in das, was mich umgibt und was mir ein Baum etwa über mich oder über bestimmte Umstände in meinem Leben erzählen kann. Ich gehe einfach mal direkt ein bisschen in ein Wahrnehmen und nehme dich sozusagen direkt mit hinein in mein Entschlüsseln dieses Platzes und dieses Baumes, den ich heute ausgewählt habe, um das mal zu verbildlichen. Weil es ist natürlich nicht so, dass ein Baum zu dir spricht, wie du es mit einem Menschen tun würdest, wie du dich mit einem Menschen unterhalten würdest, ganz klar. Dennoch hat er viel zu erzählen. Ja. So nehme ich diese Gegend hier, diesen Platz, etwa so wahr, dass es so, wie schon am Anfang erwähnt, so ein bisschen was Heimeliges hat. So eine gewisse Geborgenheit, die dieser Platz ausstrahlt. Und auch so eine urwüchsige Ruhe und Kraft, die diese große Fichte hier ausstrahlt. Sie bildet so einen Mittelpunkt hier an diesem Ort und gibt auch so das Gefühl von starkem Rückhalt und guter Verwurzelung. Und auch wenn es so einige Unsicherheiten im Leben gibt, wie wir sie gerade ja auch in der Welt erfahren und der Einzelne wohl auch in seinem Alltag, im beruflichen wie im privaten, so fühle ich mich ja zum Beispiel auch natürlich manchmal im Leben unsicher oder ja, weiß nicht immer, wo es lang geht und habe nicht immer einen Plan. Aber dieser Ort hier, dieser Baum, erzählt mir davon, dass ich im Moment angekommen bin in mir, mich gut verwurzelt fühle, mich geborgen fühle, zeigt mir aber auch, dass ich das noch viel brauche im Moment, diesen Rückhalt der Familie, diese Kraft des eigenen Selbst. Der Baum steht ja auch. Der Baum, den du aussuchst für dich, um Bäume als Mentor zu erfahren oder ja einfach eine sinnliche Wahrnehmung mit einem Baum mal zu erleben, erzählt ja auch etwas über dich selbst konkret. Also für mich steht dieser Baum hier jetzt sozusagen für mich selbst. Und das, was ihn umgibt, ist so das, was mein Leben umgibt. Meine Familie, mein Kind, also dieser junge Baum hier, es sind ja eigentlich sogar zwei. Okay, also es ist kein Kind unterwegs, aber ich habe ein Kind und dieses Kind hat doppelte Power, um es mal so zu sagen. Und da haben wir auch so einige Themen. Ich werde sehr persönlich hier heute. Ich muss mal überlegen, ob ich das dann auch rausgebe. Aber ja, ich denke schon, darum geht es ja auch letztlich. Ne? Es ist ja authentisch. Ich habe mir hier nichts vorüberlegt. Ich habe mir hier, gut, klar habe ich mir Gedanken gemacht, aber ich habe hier keine Rede, die ich hier ablese, sondern ich erzähle einfach frei aus meinem Leben. Und wie ich die Natur empfinde und wahrnehme. Genau. Ja, und so braucht dieser junge Baum hier diese Doppelkraft, diese Power. Auf der anderen einen Seite dieses Behütetsein, diesen Schutz der Großen.
Ja, weil wir haben da eben auch so einige Themen gerade zu lösen. Und das braucht sehr viel liebevolle Freundlichkeit, aber auch Konsequenz. Und das alles spiegelt mir dieser Ort hier wieder. Und andererseits auch so ein allgemeines Gefühl von Rückzug, von Geborgenheit, vom Licht der Familie, die mich umgibt. Und auch so dieses Heimeligwerden. Gerade diese Jahreszeit lädt ja immer wieder im großen Stil uns eigentlich dazu ein, nicht herumzurennen und Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Ja, natürlich, das können wir auch, das gehört auch irgendwie eigentlich dazu und ist auch schön. Aber auch diese Zeit zu nutzen, in die Stille zu gehen, zu reflektieren, wie war mein Jahr? Was war gut, was war weniger gut? Was möchte ich vielleicht ändern? Muss ich mich neu orientieren? Wo soll es lang gehen? Wo wird es hingehen? Ja. Und wie stark ist mein Rückhalt innerlich, aber auch äußerlich, den ich habe im Leben? Ja, das ist jetzt einfach nur mal so eine kleine Ausführung dessen, was ein Ort und ein Baum über einen selbst erzählen kann. Natürlich ist auch das bei jedem Baum ein bisschen anders, denn jeder Baum hat einmal eine andere Wuchsform. Auch die Fichten sind nicht alle gleich, die Eichen sind nicht alle gleich. Die Buchen sind nicht alle gleich. Manch einer wirkt sogar vielleicht ängstlich und erzählt dir etwas über deine Ängste im Leben und oder wo es eben Schutz braucht, wo es Geborgenheit braucht, wo es vielleicht auch eine Geradlinigkeit braucht, ein vertrauensvolles Hingeben an das Leben. Wir können mit Bäumen meditieren und jede Meditation wird anders sein. Eine Birke hat so was Helles, Leuchtendes. Das Licht erzählt vom Frühling, vom Wiederneuwerden. Während mir die Fichten hier heute wirklich tatsächlich so etwas von dieser Heimlichkeit erzählen. Ich fühle mich hier so richtig wohl an diesem Ort und könnte mich hier quasi förmlich reinkuscheln. Ich bin auch heute irgendwie so angezogen. Komme mir so ein bisschen vor wie so ein Rotkäppchen hier mitten im Wald. Ja. Naja, du wirst sehen, es ist wirklich etwas ganz anderes, wenn du mal, wie am Anfang des Videos ein bisschen aufgezeigt und dargestellt, zum Beispiel eben blind einen Baum ertastest. Ja, vielleicht auch mal an ihm schnupperst und mal dein Ohr an den Stamm legst und mal hörst, ob du da vielleicht ein Gurgeln oder das Fließen der Säfte hören kannst. So ein Baum, der pumpt ja viel Wasser hoch in seine Zweige und Blätter. Das ist wirklich ein Wunderwerk. Und ja, wenn du so mit deinen Händen ertastest und so mit deinem ganzen Körper außer deinen Augen mal einen Baum oder einen Ort wahrnimmst und dich da mal einlässt, weißt du, ich kann dir viel darüber erzählen, aber die Erfahrung desselben wird etwas ganz anderes sein. Das wird etwas sein, was dir niemand mehr nehmen kann.
Und es wird dir zeigen, dass es wirklich mehr gibt im Leben, als unsere Schulweisheit sich träumt. Das hat, glaube ich, Shakespeare schon gesagt. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumt. Ja, so war das. Vielleicht wirst du Bäume nachher mit anderen Augen betrachten, anders wahrnehmen. Ja, den Baum und den Wald an sich mit einer ganz neuen Fülle an Eindrücken betrachten. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie aber soll mir das in meinem Alltag dienen? Wozu ist das denn überhaupt nützlich? Warum soll ich das überhaupt machen? Ja, warum ist das vielleicht so wichtig für dein Leben? Und ich kann jetzt im Grunde wieder nur von mir sprechen. Ich erzähle eine kurze Geschichte dazu, weil das mit der Schulweisheit und dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, das erklärt sich vielleicht auch nochmal mit dieser Geschichte. Und eigentlich gibt es dazu sogar zwei, beziehungsweise noch viel mehrere Geschichten, aber ich kann natürlich nicht alle jetzt auf einmal erzählen. Und sie sind so simpel wie einfach. Und für manch einen vielleicht hergeholt oder nichts Besonderes, aber für mich waren sie besonders und ich teile sie mit dir hier. Und du kannst dich darauf einlassen, vielleicht selber Erfahrungen zu machen, nachher hinauszugehen, inspiriert durch meine Gedanken und meine Erlebnisse. Und ja, kannst da eben deine eigenen Erlebnisse aufnehmen. Also ich war mal unterwegs, auch in der Natur, am Waldrand entlang, an einem Feld. Und ich hatte schon eine ganze Weile ziemliche Bauchschmerzen und habe eigentlich überlegt, ob ich zurückgehe. Und mir war aber eigentlich nicht wirklich danach. Ich wollte doch gerne noch ein bisschen draußen sein. Und ja, es war auch Sommer. Und während ich so weiterlief und die Bauchschmerzen nicht nachlassen wollten, also ich hatte die bestimmt schon eine halbe Stunde lang, da habe ich mir gedacht, oder kam mir vielmehr der Impuls, ach, setz dich mal da drüben hin an den schönen Baum. Und dieser Baum, das war ein Apfelbaum. Und das finde ich ganz spannend, weil Äpfel ja im Grunde auch für Reinigung stehen, zum Beispiel. Und ein wunderbares, ja, Reinigungsmittel eben für den Darm auch sind. Und ja, ich habe mich also an diesen Apfelbaum gesetzt und der Gedanke kam mir einfach, ich lehne mich hier mal an und ich bitte den Geist des Baumes darum, mir zu helfen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe meine eine Hand an den Baum und die andere auf meinen Bauch gelegt. Hab da eine Weile gesessen und habe einfach mal tief ein- und ausgeatmet. Könnte manch einer jetzt natürlich sagen, ja, das war dann bestimmt dieses sich entspannen, tief ein- und ausatmen. Ja, das wirkt natürlich auch dazu. Aber es war so unmittelbar, dass ich wirklich sagen muss, ich glaube, dass die Energien mir da geholfen haben. Und also, es hat vielleicht höchstens eine Minute gedauert. Ich hatte ja wirklich schon eine halbe Stunde diese doofen Bauchschmerzen. Und dann hatte ich das Gefühl, als wenn wirklich durch diese Hand und dann hinein in den Arm und in diese Hand Energie fließen würde. Und ja, meine Bauchschmerzen waren weg. Innerhalb von 1 bis 2 Minuten. Also, ja. Also ich glaube schon, dass Bäume eben auch nicht nur durch ihre Essenzen, die wir von ihnen gewinnen können, oder durch ihre Blätter oder Nadeln, sondern eben auch durch ihren Geist
dass Bäume auf uns wirken und uns helfen können. Und das war eben meine Erfahrung. Ja. Und dafür bin ich dankbar und ich fand das einfach wunderschön. Ja. Und ja, wer dann mit nichts anfangen kann, mein Gott, völlig in Ordnung. Ich kann es verstehen, aber ja, wenn du dich mal einlassen magst, dich tiefer mit Bäumen und den Wäldern zu beschäftigen, ja, da kannst du so manches entdecken. Das kann ich dir tatsächlich versprechen. Und das macht mich einfach auch im Alltag dafür wachsam, dass ich immer mal innehalten kann, als wäre ich ein Baum. Zum Beispiel. Und dann drehe ich so ein Stück zurück und gehe eher in so eine Beobachtungshaltung. Und dann kann ich aus dieser Stille heraus mich fragen, was ich gerade hier tue oder was ich erlebe, will ich das? Und will ich so reagieren? Oder was möchte ich stattdessen? Bin ich hier gerade richtig? Ist es noch stimmig? Also es sind nur Beispiele jetzt. Ja. Und die Beschäftigung mit Bäumen und dem Wald, sich darin aufzuhalten, ja, die schenkt mir, so schön wie diese Fichte hier gerade sinnbildlich verkörpert, eben diesen Rückhalt, mich friedlich und freundlich und gestärkt durch meinen Alltag zu bewegen, der auch nicht immer leicht ist. Also es gibt jetzt keine großen Dramas gerade in meinem Leben, aber ja, das habe ich auch schon alles gehabt. Und auch der normale Alltag kann manchmal anstrengend sein, gerade mit Kindern und Familie und Haus und dann noch Berufliches und Schule, die jetzt angefangen hat diesen September und all das Neue und jetzt die besondere Weltlage, die uns da umgibt. Mir geben Bäume und der Wald hier eben besonderen Rückhalt. Und all die Erkenntnisse, die wir im Wald gewinnen können und auch durch Meditation mit Bäumen, durch Begegnung mit Bäumen, und da gibt es wirklich vielfältige, die du noch kennenlernen kannst, die kannst du natürlich in verschiedenen Büchern finden oder zum Beispiel auch bei mir. Ich hoffe doch im Frühjahr wieder, dass ich wieder Kurse für kleine Gruppen zumindest mal anbieten kann im Wald. Im Wald ist das mit dem Abstand und der guten frischen Luft ja auch vielleicht ein bisschen einfacher, wie wenn man da jetzt einen Bürojob hat oder so. Ja, das nur mal kurz angemerkt. Ja. Und das ist es im Großen und Ganzen, was ich dir heute erzählen möchte, wollte, über Bäume. Das ist jetzt vielleicht nicht so sehr wissenschaftlich. Ich bin ja auch nicht wissenschaftlich. Ich bin ein Herzmensch. Und ich lerne aus der Begegnung mit dem Leben. Klar, ich habe auch meine Weiterbildungen, meine Ausbildungen gemacht. Aber ja, der größte Lehrmeister ist doch immer noch das Leben selbst. Damit wünsche ich dir jetzt eine wunderbare, eine wundervolle Zeit mit dir selbst und mit deiner Familie, in nah und fern mit deinen Freunden und vielleicht auch, wenn du jetzt Lust bekommen hast, mit dem Wald und den Bäumen. Und erzähl mir doch von deinen Erfahrungen und Erlebnissen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja auch mal im Frühjahr
einem kleinen Wald Kurs, auf einer Naturexkursion, wie auch immer man es nennen möchte. Ja, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Und genau, also es gibt vielleicht noch kurz im Anschluss, es gibt wirklich natürlich viel zu erzählen. Und ja, was ich heute jetzt nicht erwähnt habe, das kommt dann natürlich beim ein oder anderen nächsten Video. Bis bald.